Hallo und herzlich willkommen bei Stunt Art. Als Burgtheaterdirektor ist man in Österreich nicht nur der erste Theatermann des Landes, man ist auch Zeitdiagnostiker und politischer Kommentator. Kein Wunder also, dass Martin Kuschey einige Zeit gebraucht hat, bis er in die Rolle des Burgtheaterdirektors hineingewachsen ist. Seit gut 2 Jahren steht der Kärntner Slowene dem Haus am Ring vor. Statt Theater zu zeigen, musste Kuschey aber die meiste Zeit pandemiebedingt Krisenfeuerwehr spielen. Auch jetzt überlagern die aktuellen politischen Ereignisse wieder die künstlerischen Agenten. Wir treffen Martin Kuschey im 2. Pausenfoyer des Hauses am Ring und fragen ihn nach seiner Einschätzung der jüngsten politischen Verwerfungen. Herr Kuschey, wir sind in den letzten Tagen Zeugen eines politischen Schauspiels geworden. Gibt es ein Stück, an das Sie die Vorgänge erinnert? Also natürlich fällt mir sofort Maria Stuart ein, weil es ein Stück darüber ist, wie sich Machtverhältnisse manipulieren lassen, wie sie sich verändern, wie sie unerwartete Wendungen nehmen. Das ist das, was mir jetzt aktuell als schnellstes einfällt. Aber ich bin sicher, wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, wird auch bei Shakespeare sehr, sehr viel zu finden sein. Apropos Shakespeare, auf Ihrer großen Bühne wird der Richard II. Gespielt. Das ist da geht es um den Fall eines macht- und geldgierigen Königs. Korrekt. Hat Sebastian Kurz für Sie die Dimension eines Shakespeare'schen Königs erlangt bereits? Ich glaube, dafür ist er noch ein bisschen zu jung. Aber natürlich gibt es da wahnsinnig viele Parallelen. Ich würde es aber nicht in so einer Königsdimension ansiedeln, sondern würde mich da eher so im Bereich von Machiavelli oder so bewegen wollen. Das ist eigentlich, glaube ich, ein interessanteres Feld, aus dem man sehr, sehr viel herauslesen und lernen kann. Und ich glaube, Machiavelli haben Sie in der ÖVP sehr, sehr gut studiert. Was ist Ihnen in den letzten Tagen, wie wir Zeugen eben dieses besagten Schauspiels wurden, dieser Vorgänge wurden, durch den Kopf gegangen? Ich habe interessanterweise von meinem Büro aus diesen wunderbaren Balkon, auf den ich manchmal trete, um Luft zu holen. Und mir ist schon länger aufgefallen, dass da drüben bei der Hofburg ein wahnsinniges Gewusel ist. Mir ist aufgefallen, dass sehr, sehr viel Polizei hier unterwegs ist und dass viele Fernsehteams da vorne stehen. Und dann habe ich gedacht, was ist da eigentlich los? Und man kann aktuell eigentlich permanent, wenn ich dort vorbeigehe, weil ich auch zu meiner Wohnung da vorbeigehen muss, man stolpert ja permanent in irgendein Interview oder in irgendeine Pressekonferenz. Ich hab das wirklich sehr, sehr gespannt verfolgt, wie ein Bericht über die Mondlandung oder so große oder Schwergewichtsboxweltkämpfe oder so Sachen. Weil sich die Dinge so wahnsinnig schnell entwickelt haben und überschlagen haben. Und man auch schön sehen konnte, wie taktiert und wie nachgedacht wurde von den einen, von der Opposition, genauso wie von den betroffenen Parteien und von den Menschen, wie sie aus der Situation rauskommen, welche Möglichkeiten es gibt. Und habe ich mit großem Interesse verfolgt. Sie sprechen jetzt als Theatermacher, würde ich mal sagen. Sie als politischer Mensch, die Vorgänge der letzten Tage, was sagen die über unsere Republik aus? Ich weiß es nicht. Ich möchte eigentlich nicht so in das übliche Lamentieren jetzt hineinverfallen. Natürlich bin ich über gewisse Vorgänge, über gewisse Sätze, über die Wortwahl, auch über eine gewisse Dreistigkeit nicht nur erstaunt, sondern das hat mich eigentlich schon sehr getroffen, dass das eigentlich, wie man sich es eigentlich in so einem Comic oder so oder eben in einem Theaterstück vorstellen würde, dass das wirklich mit derselben Präzision, mit der Gnadenlosigkeit und zum Teil auch mit einer Frechheit irgendwie durchgezogen wurde, hat mich wirklich, wirklich erschüttert eigentlich, muss ich sagen. Und was noch dazu kommt, dass wiederum ein weiterer Baustein aus einem schon löchrigen Gebäude herausgefallen ist, welches heißt Wertigkeit, Wahrheit, Information. Mir tut das wahnsinnig weh, wenn ich das Gefühl habe, okay, Umfragen brauchen wir ab jetzt einfach nicht mehr zu glauben und das Thema ist für immer und ewig erledigt. Das finde ich
wirklich eigentlich äußerst beunruhigend. Ich weiß selber nicht mehr, wem ich glauben kann und soll und darf. Und es tut weh, wenn gerade dann auch Medien in diesem üblen Spiel mitspielen und sozusagen an ihrer eigenen Glaubwürdigkeit kratzen und so sich eigentlich dann irgendwann abschaffen werden. Sie haben davor die Wortwahl angesprochen, das Sittenbild, das sich da aufgetan hat. Krankt das österreichische System, krankt die österreichische politische Kaste an einem moralischen Defizit? Hat sie ein moralisches Defizit? Ja, das ist natürlich auch jetzt ein Satz, den man öfter hört. Ja, aber das machen ja alle so. Und man muss doch auch nur bei den anderen Parteien irgendwo kratzen und dann wird man auch irgendwelche Leichen im Keller finden. Das mag schon stimmen und das ist schon schlimm genug an und für sich. Ich weiß eben nicht mehr, in welchem Bereich man sich auf was überhaupt noch verlassen kann. Woher das kommt, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall ist diese Entwicklung sehr, sehr bedenklich und sie ist eigentlich eine Rückwärtsspirale aus einer Zeit heraus, wo Demokratie, Humanismus und das ganze gesamte gesellschaftspolitische System eine gewisse Verlässlichkeit hatte und auch eine gewisse Hochzeit oder ein hohes Niveau erreicht hat. Und jetzt geht es aber seit Jahren einfach nur mehr bergab und das finde ich schon wirklich sehr beunruhigend. Wir vergleichen uns immer gerne mit Deutschland. Wäre vielleicht nicht ein Perspektivenwechsel angesagt, also dass wir uns in Zukunft eher mit vielleicht Italien vergleichen oder auch mit andere angrenzende Staaten vergleichen müssten? Ich tue mir da immer schwer, weil es auch auf eine gewisse Art natürlich Klischees sind und ich bin eigentlich jemand, der gerne ans Positive und an das Optimistische glauben würde. Das ist bei mir schon sehr erschüttert aktuell. Und was ich auch hart finde, ist eben das System von Korruption. Das nimmt aber heutzutage jeder in den Mund und wirft es dem anderen vor, gegenseitig. Also in jeder Partei wird dieses Wort jetzt irgendwie den anderen irgendwie untergejubelt. Nochmal, ich weiß nicht, woher eine Strömung kommen soll, und zwar eine starke Strömung, die uns da rausführt. Also wo man sagt, okay, ich habe eine Bewegung, ich habe einen Glauben, ich habe eine Richtung oder ein Wertesystem, das wirklich unerschütterlich ist. Und das sehe ich einfach nirgends. Viele haben auf die Zivilgesellschaft gehofft oder hoffen auf die Zivilgesellschaft. Jetzt ist natürlich oder war natürlich auch immer das Theater eine Institution, die einen gewissen moralischen Anspruch hatte. Also Sie haben davor Maria Stuart zitiert beziehungsweise auf Schiller angespielt. Gerade von Schiller gibt es die berühmte Rede, das Schauspiel als moralische Anstalt. Das ist ja doch etwas, was sehr stark in unseren Köpfen auch verhaftet ist. Also man geht ins Theater, man umgibt sich mit Kultur und mit Kunst und man wird gewissermaßen ein besserer Mensch. Jetzt sind gerade die Österreicher irrsinnig theaterbegeistert und gleichzeitig gibt es doch hier, wie wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben, ein größeres, auch moralisches Problem. Ist dieser Glaube an die Kunst vielleicht auch eine Illusion, der wir uns zu leicht hingeben? Ja, das würde ich schon sagen. Ich bin jetzt kein Anhänger des Theaters als bürgerlicher Moralanstalt. Ich kenne natürlich die Texte von Schiller dazu. Damals war die gesamte Gesellschaft in einem völlig anderen Zustand. Das war ein hehres Ideal, das nie erreicht wurde. Trotzdem glaube ich daran, dass die Kunst und das Theater natürlich gewisse Konstellationen, Fragestellungen definitiv beleuchten kann, und zwar mit den Mitteln der Kunst. Ich würde sagen, für mich ist politisches Theater jetzt nicht unbedingt so ein Standardbegriff, aber selbstverständlich stehen wir in einer Wechselbeziehung mit der Gesellschaft, mit den Menschen der Gesellschaft, die hierher kommen, die hier etwas erleben. Das hat manchmal natürlich oder sehr oft eine politische Dimension, aber wir sind eben weder Politik, wir sind weder Medizin oder Religion, sondern wir sind Kunst. Und Kunst hat eigene Regeln und eine eigene Anschauung von der Wirklichkeit und von Wahrheit. Wenn man sich da näher damit auseinandersetzt, finde ich das ein sehr gutes Werkzeug, um diesen Krisen zu begegnen. Und da sehe ich eigentlich schon ein großes Potenzial des Theaters. Wie wir unser Antrittsinterview geführt haben, haben Sie vom Burgtheater als einem möglichen Hort der Opposition gesprochen. Sehen Sie diesen Anspruch
eingelöst, beziehungsweise haben Sie das Gefühl, dass Sie diesem Anspruch einlösen können, auch vor der Folie der derzeitigen Ereignisse? Die sind tatsächlich so schnell, dass man nicht wirklich hinterherkommt. Dazu muss ich sagen, Sie haben es vorhin erwähnt, es kam zu der ganzen Geschichte noch die Pandemie dazu. Das sind viele unserer Pläne und unserer Vorhaben leider irgendwo hinten runtergekippt, weil wir eigentlich mit der Krise so viel zu tun hatten, dass wir mit unserem normalen Plan und mit unseren Vorhaben, die wir hatten, überhaupt nicht operieren konnten. Diese Unsicherheit, diese Instabilität, diese alle Begleiterscheinungen und Side-Effekte der Pandemie haben uns als Individuen, aber auch als Gemeinschaft hier zum Beispiel des Burgtheaters, aber auch die Gesellschaft, glaube ich, im Unbewussten sehr, sehr viel Schaden zugefügt. Und ich merke es an mir selber, aber auch an den Menschen, mit denen ich arbeite, dass wir noch gar nicht die Dimension dessen begreifen können, was diese Pandemie mit uns gemacht hat und wie wir da so wieder herauskommen, dass wir irgendwann in einem normalen Bereich wieder arbeiten können. Trotzdem ist das Theater in einer Opposition zu dem, was rundherum passiert. Das würde ich schon sagen. Also wir sind einerseits mittendrin, wir sind betroffen, aber wir setzen uns natürlich damit auseinander. Und vieles von dem, was hier passiert ist, hat sich natürlich in unserem Spielplan niedergeschlagen. Wir haben gerade jetzt im Standard, glaube ich, unser neues Monatsmagazin veröffentlicht und wir sind sehr stark auch mit unserem Spielplan auf das Thema Lärm, so wie das bei Elfriede Jelinek beschrieben wird, in ihrem neuesten Stück eingegangen. Und der Lärm beinhaltet vor allem den Krach, der in der Politik gerade gemacht wird und der lautstark im Parlament zu hören ist, der lautstark auf der Straße zu hören ist. Insofern denke ich, dass wir absolut eine Art von Abbild dessen, was passiert, auch bei uns im Theater behandeln. Sie haben davor die Pandemie angesprochen. Gerade in dieser Phase haben sich viele gefragt, wo bleibt der Burgtheaterdirektor? Sie haben auch das selbst über sich gesagt. Es war eine Zeit, wo Sie sich ein bisschen in sich selbst zurückgezogen haben. Ich hatte das Gefühl, dass Sie die Pandemie besonders kalt erwischt hat. Haben Sie mittlerweile besser auch in diese Rolle des Burgtheaterdirektors, die ja in diesem Land ganz besonders besetzt ist, reingefunden? Ja, ich habe mittlerweile diese Funktion, ich will nicht sagen Rolle, weil die müsste ich ja spielen, sondern ich habe die Funktion angenommen, für mich auch entdeckt. Das hat eine gewisse Zeit gedauert, das stimmt schon. Das hat aber nichts mit meiner Rolle als Burgtheaterdirektor in der Zeit der Pandemie zu tun. Ich weiß schon, dass hier viele sehr laut krakeelt haben rundherum und auch in der Vergangenheit. Das möchte ich weiter überhaupt nicht kommentieren. Ich wollte immer dieses Haus ruhig und besonnen leiten. Dass wir uns nicht zu Wort gemeldet hätten, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil das haben wir sehr wohl getan. Aber natürlich immer nur, wenn es wirklich was zu sagen gab. Ich hatte keine Lust, bei jeder Verordnung, die rauskam, sofort auf alle Presseanfragen Interviews zu geben, weil es hat sich in Wirklichkeit nicht viel verändert. Das andere, was uns vorgeworfen wurde, ist, dass wir dieses Spontan-Streaming veranstaltet haben. Ich würde das verstehen, als würde man sein Tafelsilber verscherbeln. Unser Kerngeschäft ist Theater live, ist Theater im Moment, wo es stattfindet, ist das, der Austausch zwischen Publikum und Schauspielerinnen und Schauspielern auf der Bühne. Das ist ein sehr, sehr wertvoller Moment und gerade jetzt, wo es wieder begonnen hat und wo wir hier auch das Burgtheater im Herbst wieder geöffnet haben, wird mir das vom Publikum sehr, sehr viel wiedergespiegelt und ich erlebe selber auch dieses nach der langen Zeit des Geschlossenseins wirklich diesen Austausch, diese Energie zu spüren da unten im Zuschauerraum. Das hätte ich gefährdet gesehen, wenn wir alles abgefilmt und gestreamt hätten. Ich sehe darin eine Gefahr für unser Geschäft, für unsere Kunst und deswegen haben wir ganz klar eine Strategie verfolgt, dass wir neue Formate erfunden haben, die im digitalen Bereich gut funktioniert haben. Aber wir wollten, wie gesagt, unser Tafelsilber nicht
verkaufen. Sie haben vor circa einem Monat ein richtiges Feuerwerk hingelegt mit einer Premiere nach der anderen, so wie fast alle anderen Theater auch in diesem Land. Also wir wurden alle von Premieren regelrecht überschwemmt. Allerdings waren die Zuschauerränge teilweise recht schütter besetzt. Also aus Ihrem Haus haben Sie das nach 3 Wochen kommuniziert, gab es, glaube ich, einen Rückgang der Zuschauer von 20%. Mittlerweile kam jetzt auch noch die 2G-Regel dazu. Wie schaut es denn mittlerweile aus? Haben sich die Zahlen stabilisiert? Sie sind jedenfalls auf einem Level von, glaube ich, 66% haben die sich eingepegelt. Ich muss sagen, das finde ich überhaupt nicht schlecht, sondern im Vergleich zu anderen Kolleginnen und Kollegen hier in Wien geht es uns noch gut, muss ich echt sagen. Interessanterweise habe ich jetzt durch die 2G-Regel keinen großartigen Unterschied gemerkt. Zum Teil sind wir sogar sehr gut besucht und die Maria Stuart ist sowieso bis unter das Dach voll verkauft, was natürlich große Freude macht, wenn man das sieht. Besteht allerdings nicht auch die Gefahr, dass jetzt Leute gar nicht mehr den Weg ins Theater finden? Also gerade während der Pandemie hat man von manchen gehört, wir vermissen es sehr, die Künste, das Theater, aber von vielen hat man auch gehört, ach, das geht mir jetzt eigentlich gar nicht so sehr ab. Also wie groß ist die Gefahr, dass man diese Leute gar nicht mehr erreicht, dass man diese Leute verloren hat? Ich glaube, dass das durchaus eine realistische Gefahr ist. Nochmal, ich merke es hier bei uns nicht so stark, aber wenn wir einmal vielleicht bald mit überhaupt keinen Einschränkungen mehr ins Theater gehen können, weil wir endlich einmal diese Pandemie hinter uns gelassen haben, wird man erst die richtigen Auswirkungen sehen. Ich weiß aus anderen Ländern, wo es vielleicht auch ein finanzielles Problem ist für einzelne Menschen oder Familien, jetzt irgendwie sich teure Theaterkarten zu kaufen, dass die definitiv nicht mehr ins Theater gehen. Weiß ich aus Ungarn, aus Slowenien, aus Italien, dass dort die Zahlen sehr, sehr schlecht sind. Mir tut das sehr leid und wir müssen uns wahnsinnig bemühen, diese Leute wieder zurückzuholen. Aber ich sehe klar diese Gefahr, dass sich die Menschen mit diesem Computer und mit dem Fernseher zu Hause sehr, sehr, sehr angefreundet haben und jetzt einfach dort auch sitzen bleiben und nicht mehr rausgehen. Sie sagen, man muss sich bemühen, die Leute zurückzuholen. Wie kann das passieren? Wie soll das passieren? Einfach indem wir gute Aufführungen haben. Das ist ganz einfach und dann ist die Bude voll. Dann wünsche ich Ihnen viele gute Aufführungen für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate. Danke, Herr Kusche, für das Gespräch. Danke auch. Und danke Ihnen für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.